Liebe Zuschauer, der Super Tuesday in den USA endete mit Triumphen für Donald Trump und Hillary Clinton. Ein republikanischer Präsident Donald Trump ist also nicht so ganz ausgeschlossen. Aber die weit verbreitete Vorstellung, dass republikanische Präsidenten besonders gut für die Börse seien, die lässt sich so gar nicht belegen. Die Fondsgesellschaft Fidelity hat es untersucht und den S&P 500 von 1928 bis heute unter die Lupe genommen. Ergebnis: demnach haben sich die Aktienkurse von republikanischen Regierungen deutlich schlechter entwickelt als bei den Demokraten. In Regierungsjahren eines demokratischen Präsidenten stieg der S&P 500 im Schnitt um etwa 10%. Regierte aber ein Republikaner, war das Plus nur magere 1,8%. 4 Amtsperioden eines Republikaners, aber nur eine eines Demokraten, endeten überhaupt mit erheblichen Kursverlusten. Und neben Roosevelt und Clinton war übrigens Obama der drittbeste Demokrat an der Börse. Eisenhower und Reagan waren dagegen die besten Kursgaranten auf republikanischer Seite. Aber wie immer gilt es bei einer Statistik: nicht überbewerten.